Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Messe Live hier bei Messe Live TV. Wir stehen vor der neuen Messe München, wo hinter uns zwei Messen in diesen Stunden zu Ende gehen. Die Automatica und die Intersolar. In dieser Ausgabe von Messe Live wollen wir noch einmal die Highlights der Automatica 2010 beleuchten. Roboter spielen mit uns Tennis. Sie helfen bei der Produktion unserer Konsumgüter. In gefährlichen Umgebungen, etwa auf Ölbohrplattformen, können sie heute schon diverse Aufgaben übernehmen. Und mittlerweile sehen sie auch schon menschlich aus. Die Automatica 2010 in München zeigt die rasante Entwicklung der Branche. Auf der internationalen Leitmesse für Automation und Mechatronik zeigen über 700 Aussteller aus 42 Ländern ihre Neuheiten. Umsatzsteigerung und volle Auftragsbücher. Der Optimismus ist spürbar. Ja, die Stimmung hat sich deutlich aufgehellt bei der Robotik und Automation, weil wir nach einem dramatischen Rückgang natürlich während der Finanz- und Wirtschaftskrise jetzt wieder zweistellig wachsenden Auftragseingang sehen und auch für das laufende Jahr wieder ein Umsatzplus von 5% erwarten. Einer der Bausteine des Wachstums heißt Green Automation. Schnelle Roboter, die weniger Energie verbrauchen und dadurch umweltverträglicher sein sollen. Sie sind leichter und kleiner, brauchen dadurch weniger Platz und Strom. Green Automation soll eine von der Automatica, dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau und dem Fraunhofer Institut angestoßene Initiative zur Umsetzung von Klimaschutzzielen sein. Green Automation ist vor allen Dingen für uns die Bedeutung in dem Bereich neuer Märkte, neuer Technologien. Es geht darum, neue Technologien sinnvoll zu erschließen und da kann die Automatisierung ein gutes Stück dazu beitragen. Hoffnung erhält die Branche nicht nur von der Grünen Initiative. Die Umsatzzahlen haben sich seit Ende 2009 schneller erholt als zunächst angenommen. So präsentiert sich auf der Messe München eine gestärkte Maschinenbaubranche, immerhin der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland. Es ist eine der Paradebranchen, weil sie auch hineinwirkt in alle Branchen, vom Maschinenbau über die Luftfahrt, Raumtechnik bis hin zur Automobilindustrie. Wie erfolgreich und vor allem innovativ die Robotik ist, zeigt sich auf der Plattform Service Robotik. Auf 400 Quadratmetern werden hier Neuheiten, wie etwa der elektronische Museumsführer von Bluebotics gezeigt oder der Omnimove von KUKA, der tonnenschwere Lasten autonom und punktgenau transportiert. Die Innovationen der Weltmarktführer werden in München der Öffentlichkeit vorgestellt. Also die Automatica ist die Leitmesse für die Branche. Wir sind international, wenn man es so sagt, Weltmarktführer in dem Bereich. Der Beginn der Automatica 2010 ist vielversprechend. Die Branche im Aufwind. Gute Aussichten also für die Maschinen der Zukunft. Das waren noch einmal einige Highlights der Automatica 2010 in der Zusammenfassung. Soweit unser Rückblick auf die Automatica. Alle Videos rund um die Messe finden Sie auch auf unserer Website messelive.tv. Das war's für den Moment. Vielen Dank fürs Zuschauen.